Moin Leute, heute erstellen wir dieses einfache Movement-Script in Unity. Als erstes müssen wir ein neues Projekt erstellen, dafür einfach auf den New-Button klicken, dann auf 2D und dann einen schönen Namen ausdenken. Ich nutze jetzt einfach mal Movement, weil es das ja genau ist, was wir jetzt hier tun. Dann klickt ihr unten einfach auf den Create-Button. Natürlich brauchen wir auch einen Skin. Ich nutze den aus meinem letzten Video. Guckt es euch unbedingt mal an. Da habe ich Geometry Dash of Bush erstellt. Dann das Bild einfach in die Szene ziehen und ihr seht, es ist viel zu groß. Deswegen machen wir es einfach ein bisschen kleiner. Ihr seht jetzt einmal kurz, wie es im Game aussieht. Viel zu groß. Wir ziehen es jetzt runter, aber es ist sehr viel effektiver, das Ganze einfach über die Komponente Transform zu machen. Dann erstellen wir einen Folder, um alles ordentlich zu machen. Den nennen wir Script und erstellen sofort unser C-Sharp-Script. Das Script nenne ich aus Einfachheit einfach Movement. Würde ich euch empfehlen, damit ihr genau wisst, was es macht. Als erstes legen wir eine Variable an. Diese nennen wir Speed. Public müsst ihr nicht machen, empfehle ich euch, damit ihr das später im Editor ganz einfach bearbeiten könnt. Dann brauchen wir noch eine Variable, die nennen wir Movement waagerecht. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt erstmal nur die waagerechte Movement-Achse sozusagen beachten. Und die vertikale machen wir hier nach. Übrigens, mit dem GetAxis steuert ihr einfach nur das, den Input sozusagen vom User, dass wenn A und D gedrückt ist, dass er das Ganze dann gleich ausführt. Das werdet ihr sehen, weil mit TransformFunctionPosition, vielleicht wisst ihr das, wird genau die Position von dem GameObject, was das Grid bekommt, die Position ausgewählt. Also einfach die Position vom Player in dem Fall. Diese addieren wir mit einem neuen Vektor 3 und das Movement waagerecht. Ihr wisst vielleicht, wie das steht x, y, z die Koordinate. Wenn y Koordinate ist 0, die wollen wir nicht bearbeiten, also für die z, nur die Movement waagerecht, also die x-Wert. Deswegen kommt da einfach unsere Variable rein. Die multiplizieren wir mit time.delta-time und mit unserem Speed. Das ist wirklich wichtig. Dann zieht ihr das Skript einfach auf euren Player, bearbeitet euren Speed. Ich versuche hier ganz einfach mal sowas wie 3. Und dann drückt ihr da oben auf den Play-Button. Ihr seht, es funktioniert, ist aber noch ziemlich lahm. Deswegen ändern wir das Ganze einfach mal auf 10. Und ihr seht, absolut perfekt, es funktioniert. Nun wollen wir natürlich auch die vertikale Achse ansprechen, also dass wir mit W nach oben schießen und mit S wiederum nach unten. Übrigens, falls es euch interessiert, mache ich gerne auch mal ein Tutorial, wie man normales Movement macht, also von so einem Mario-Spiel, dass man noch springen kann. Das müsst ihr aber unten mal in die Kommentare schreiben, damit ich das weiß. Wieder genau dasselbe mit der Transform.Position Method. Greift ihr wieder auf die Position des Players zu und diesmal schreibt ihr für x0, greift aber auf den y-Wert zu und da schreibt ihr dann eure vertikale Variable rein. Und z bearbeiten wir wieder nicht. Und jetzt ist es wieder genau dasselbe Spiel wie eben. Also wieder mal time.delta-time und mal speed. Das ist wieder genau dasselbe. Und damit habt ihr es schon. Ihr solltet nur noch speichern, das wird ziemlich wichtig. Ihr seht, wir haben unser Game. Checkt nur noch den Link in meiner Beschreibung ab, um auf meinen Discord zu kommen. Das wäre super ehrenhaft und helfe ich euch auch bei Problemen.